Und dann wurde ich wieder bei der Aufnahme gestört. Ziemlich nervig. Kann euch mal erzählen, wie das dann da abläuft. Als erstes hörst du die Türklinke. Die geht aber nicht auf, weil es verschlossen ist. Dann hörst du nur Sirius? Sirius? Sirius! Sirius! Und dann breche ich die Aufnahme ab. So. Das ein bisschen zum Real Life. Und ich bin ja hier runtergegangen. Ah, jetzt sind wir hier. Dann können wir ja auch gleich direkt raus. Jacob wartet auf uns. Der denkt sich bestimmt auch, warum ist denn jetzt der Kontakt weg? Ja, wir sind ja einfach dann geradewegs ins Grab gegangen. So, wir müssen den Rucksack noch füllen. Wir haben jetzt wieder so viel Platz. Ach Mann. So, jetzt sind wir wieder draußen. Wir müssen jetzt wieder hier hoch. Und wir müssen uns den Weg da frei machen. Und die Truhe habe ich da natürlich auch nicht vergessen. Also nicht die, die große. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Diese Truhe. Die hier. Die war auf diesem Dachboden. Ein Giftpfeil. Yeah, coole Rutsche. Jetzt sind wir hier, wo wir sein wollten.
Hier könnten wir noch eine Runde Dart spielen. Und hier ist die Truhe. MP-Komponente, 2 von 4. Da ist doch ein Wandgemälde. Wie war denn nochmal der Weg? Ach, hier oben. Dann muss ich hier hoch. Hier lang. Keine Tür ist vor mir sicher. Die liegen hier schon etwas länger. Hier ist noch ein Relikt, das ich nicht verpassen will. Hä? Ach, hier drunter. Da ist es. Die Dose behält sie in der Hand. Wo ist die Dose? Die Dose. Wo ist die Dose? Ich brauche eine Dose. Gerade hatte ich sie doch noch. Wo ist sie denn jetzt? Da unten war nämlich noch eine Höhle. Und wir brauchten so einen Sprengsatz. Noch mal hier lang. Irgendwann werde ich sicher noch mal hier hinkommen. Dann mache ich das. Das war jetzt actionlastig, aber trotzdem sexy.
Gleich müssten wir aber da sein. Höher geht's nicht mehr. Tja, jetzt weiß der auf der anderen Seite auch, dass hier was nicht stimmt. Aber ich will nichts verpassen, ich will nichts verpassen. Zack, schnell, schnell. Repetiergewehr. Drei Pfeile, drei Tote. Ach, ich dachte, es würde sich irgendwo festhalten. Dann eben dieses Mal hier lang. Bin fast so gut wie Arrow. Dachte, sie würde sich da festhalten. Aber irgendwie bin ich ein bisschen schief gesprungen. Alles Flüchtigkeitstote. Außer die bei den Wölfen vielleicht. Also ich glaube, auf dem Zähler sind schon vier. Sich in diesem Haus. Ah, ich muss sowieso noch mal dahin.
Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Wächter, schon wieder solche Onni-Wächter, oder? Oh je, oh je. Wird also zum Ende hin wieder so mythisch. Da. Hab mich schon gewundert, wo ist denn die jetzt? Hier brauchen wir einen Molotow. Das ist eine Sprengladung. Ja. Eieiei. Geronimo! Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara! Sie müssen da! Jacob! Das wäre fast zu einfach. Lass mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Fehlt mir noch eine Komponente für die MP. Da geht's lang. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Wieder allein. Treffen Sie sich wieder mit Jacob. Wir sind immer alleine. Wenn wir jemanden finden, ist er wieder weg und dann sind wir wieder alleine. Wieso kann ich denn nicht mehrere anvisieren? Als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist... Wir werden angegriffen! Durchsuchen und säubern. Los geht's. Also hätte ich es auch machen können.
Hab meine Falle ja wieder gekriegt. Das Artefakt ist weiter oben. Ich sollte das Ding auch mitnehmen. So. Bullseye. Oh, das ist eine Wasserleitung. Eieiei. Das ist ja wie bei Avatar, Soldaten gegen Ureinwohner. Was ist hier los? Ich habe Sichtbestätigung. Tötet sie. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Das war ein Kämpfer. Sie ist blockiert. Ah. Ah. Das war natürlich geplant. Zeig deine Füße. So. Das bringt nichts. Ach, drei, nicht vier.
Ich brenne, ich verbrenne. Bestimmt explodiert jetzt hinter uns alles. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit.